auf unserer Terrasse saß und eine kleine Pause machte, stellte ich fest, dass unten vom Tal Massen an Samen und Pollen durch die Luft gewirbelt wurde. Für viele Leute ist das genau die Jahreszeit, die sie fürchten, weil diese Pollen und diese Samen, die durch die Luft fliegen, zu Atemnot und zu Bedrängnis in den Atemwegen führt. Ich habe gedacht, ich muss mir unbedingt mal so einen Samenkorn anschauen, was da durch die Luft gewirbelt wird. Und ich habe dieses Samenkorn aufgefangen mit einigen anderen und ich konnte sehen, dass in der Mitte ein ganz kleines Samenkorn ist, was außenrum von einigen Fäden umgeben ist und am Ende der Fäden so kleine Widerhaken sind. Das sind die Flugfäden quasi, die wie ein kleiner Fallschirm vom Wind durch die Luft getragen werden und sie landen irgendwo, um dort zu wurzeln, aufzuwachsen und letztendlich den Samen, den sie tragen, zur Frucht zu bringen, zur Reife zu bringen. Etwas daraus wachsen zu lassen, was ihrer Identität, ihrer DNA entspricht. Und als ich mir dieses Samenkorn anschaute und mir darüber Gedanken machte, wie wunderbar das eigentlich gemacht ist, fiel mir auch diese Geschichte ein, die im Neuen Testament von Jesus berichtet wird. Er spricht zu einer großen Volksmenge und wir kennen diese Geschichte, dieses Gleichnis, was Jesus erzählt unter dem vierfachen Ackerfeld. Jesus erzählt den Menschen dort von dem Samen, der unter das Gestrüpp fällt, der von der Sonne verbrannt wird, der von den Vögeln weggefressen wird und von der guten Erde. Und er meint damit das Wort Gottes. Das Wort Gottes, was auf unfruchtbaren oder fruchtbaren Boden fällt. So wie dieses Samenkorn vielleicht irgendwo auf einem Stein liegen bleibt und nicht zum Wachstum kommt und vielleicht auch gar nicht zur Reife kommt oder eine Frucht hervorbringen kann. Genauso ist es mit dem Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes in unserem Leben nicht auf einen fruchtbaren Herzensboden fällt, auf einen Boden in unserem inneren Menschen, wo dieses Wort Gottes Wurzeln schlagen kann, wo es vorher landen kann, wo es aufgenommen wird, damit es Frucht hervorbringt, nämlich genau die Frucht, die das Wort Gottes hervorbringt, in Stärke, in Kraft, in Ermutigung, dann wird es von den Dornen überwuchert oder von den Vögeln zerfressen oder es wird von der Sonne vertrocknet werden. Wir können heute eine Entscheidung für diesen guten Herzensboden treffen. Wir können heute eine Entscheidung treffen, dass dieses Wort Gottes in unserem Herzen nicht von den Sorgen des Alltags weggenommen wird oder in der Hitze unseres Alltags vertrocknet oder dass es auf steinigen Boden der Umstände, in denen wir leben, fällt und wir uns davon abwenden. Wir können heute entscheiden, dass wir diesem Wort Gottes, diesem fruchtbaren, guten Herzensboden Raum machen. Dass dieses Wort Gottes landen kann, wirklich landen kann und dort wurzeln kann, aufwachsen kann, von uns gepflegt wird und dass es zur Reife kommt, dass es zu einer Frucht kommt nach seiner Art. Ich wünsche dir, dass du heute ganz neu eine Entscheidung triffst, das Wort Gottes in dein Leben hineinzunehmen, in deinen Herzensboden aufzunehmen, dass es wächst, dass es zunimmt, dass du mehr Verlangen nach dem Wort Gottes hast, dass du mehr Raum schaffst, dass das Wort Gottes bleibt, bleibt, in deinem Herzen bleibt und damit in deinem Leben bleibt, dass du in Umständen, die schwierig sind, überwinden kannst, dass du gegen die Attacken des Feindes mit den Verheißungen dieses Wortes agieren kannst, dass du ermutigt wirst, erfrischt wirst, erquickt wirst durch das Wort Gottes in deinem Alltag. Ich wünsche dir diese Erkenntnis und dass du ein tiefes, tiefes Verlangen hast danach, dass das Wort Gottes in deinem Herzen wurzelt, aufwächst und Frucht bringt.
zur Ehre Gottes. Gott hat mehr für dich.